Die heftigen Kämpfe, vor allem im Süden Israels, sind in den vergangenen Stunden weitergegangen. Noch sei die Lage nicht unter Kontrolle, wie Ministerpräsident Netanyahu mitteilte. Der Premier kündigte an, dass alle militärischen und staatlichen Einrichtungen der radikal-islamischen Hamas und der Palästinenser-Miliz Islamischer Dschihad zerstört werden. Die israelische Luftwaffe bombardiert unentwegt Ziele im Gazastreifen. Die Opferzahlen zeigen bereits das Ausmaß dieses Terrorangriffes auf den jüdischen Staat. In Israel kamen mindestens 300 Menschen ums Leben. Rund 1590 wurden verletzt. Auf Seiten der Palästinenser im Gazastreifen wurden mindestens 232 Menschen getötet und knapp 1700 verletzt. Der aktuelle Kriegsüberblick an diesem Sonntagmorgen von Bettina Heise. Eine schwere Explosion erschüttert Gaza-Stadt. Dieses Hochhaus wird getroffen, daneben steigen Feuer und Rauch auf. Nach dem Angriff auf Israel hat das israelische Sicherheitskabinett vernichtende Schläge gegen die palästinensische Hamas beschlossen und nimmt Gaza-Stadt noch in der Nacht unter Beschuss. Die Hamas antwortet mit Raketen Richtung Israel, doch Ministerpräsident Netanyahu warnt die Palästinenser am frühen Morgen: Alle Orte, an denen die Hamas stationiert ist, sich versteckt und operiert, diese böse Stadt, wir werden sie in eine Insel aus Ruinen verwandeln. Ich fordere die Menschen in Gaza auf, diese Orte jetzt zu verlassen, weil wir überall Maßnahmen ergreifen werden. Ziel sei es, die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas und des Islamischen Dschihad so zu zerstören, dass sie für viele Jahre nicht mehr in der Lage sind, Israel zu bedrohen und anzugreifen, heißt es aus dem Büro des Regierungschefs. Und das bedeutet nicht nur ein Bombardement. Zudem soll der Gazastreifen von der Einfuhr von Strom, Brennstoff und Warenlieferungen abgeschnitten werden. Doch auch die Hamas verursacht schwere Schäden im Süden Israels, aber auch wie hier in Tel Aviv. Und sie haben israelische Soldaten und Zivilisten als Geiseln genommen und verschleppt, wie diese Bilder zeigen sollen. Wir haben über Dutzende Gefangene ihrer Offiziere und Soldaten gesprochen und wir möchten, dass sie sich besser fühlen und ihnen sagen, dass die Zahl um ein Vielfaches höher ist und sie über den gesamten Gazastreifen verteilt sind. Die radikal-islamische Hamas hatte gestern früh mit Raketenangriffen vom Gazastreifen aus einen neuen Krieg gegen Israel gestartet. Auch drangen Kämpfer vom Gazastreifen aus in israelisches Gebiet ein.